Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Maverick getauft. Und wir sitzen hier wieder gemeinsam im Scania auf unserer Rundreise durch Europa im Euro Truck Simulator 2. Sind jetzt die letzte Tour, haben wir Matratzen geliefert nach Arad. Haben uns dabei den halben LKW verkratzt, als wir versucht haben, das Ding da beim Supermarkt rückwärts zwischen den Autos durch in die Ladebucht zu schieben. An Stock ran, hat aber funktioniert. War aber anstrengend. Naja. Auf jeden Fall wollen wir mal gucken, wo wir diesmal hinfahren. Vielleicht ein bisschen was Kürzeres wieder. Mal gucken, wozu wir so Lust haben. In diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß beim Video und dann ab auf die Straße. Also, auf nach Aussie Jack. Ready to roll. So. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr hupen hier. Darf ich jetzt wieder fahren, ja? Schön. Boah, was eine Katastrophe da rein. Zu eiern. Aber gut. Turn right. Hoppala! Wo bin ich denn drüber gefahren? Get ready to turn right. Ja. Turn right. Einmal die Bremse angehittet und der piept wieder. So. Turn left and then Yep. turn right. Yep. Turn right. Ich schneide immer noch schnell die Kurven mit, wa? Naja. So. Vielleicht nicht unbedingt ganz so viel zu schnell fahren. So. Dann geht's dann gleich links, okay. Aber wir brauchen so langsam dann tatsächlich mal eine Tankstelle. The third exit, okay. 2 Stunden irgendwas. Okay, wo soll ich denn da ganz hinfahren? Exit now. Einmal durch Arad durch wieder, da waren wir vorhin auch schon. Ah, da hinten ist Schenker bei der Werkstatt. Die Werkstatt hat aber keine Tanke, ne? Ne, da müssen wir eben. Hier war nur die Jobsuche-Hütte, die Menschensuch-Hütte. Das richtig im Kopf hab, genau. Hier ist dieses Driver-Ding. Da müssen wir gleich eben gucken, wo wir einen kriegen. Sprit kriegen, wir brauchen Sprit. Keep right and then turn right. Jo. Always to the right. Turn right. Turn right. Yes, I turn right. Yes. Okay. Turn right. Das wird einer von den Trans-Dinger da. Der Transinet-Trailer war das, glaube ich, ne? This is where it ends. This is where it ends. So, was haben wir denn hier? Aufträge. Show yourself. Da haben wir einen. Wir wollten Arad Ojirek machen. Ach ne, das ist der mit dem Zacken hinten drauf. Fiber Optic Cable, 11 Tonnen. Jo, auf weg. Der hier vorne ist es. Okay. So. Zack. Einmal aufsatteln. Schläuche sind verbunden. Auf geht's. So, wenn wir mal gucken, wo die nächste Tanke ist, weil wir brauchen ja Sprit. Richtig? Ist das eine Tanke oder ist das ein Hotel? Die Tanke sieht viel aus, da ist Zoll. Tanke ist grün. Gut, fahren wir den Jack runter, holen hier unten uns Tanke weg. So. Ja. Alles klar. Tanken wir in Jacket. Ah, hier mussten wir vorhin noch umzufahren, ne? Kann das sein? Dass wir hier. Ne, wir haben in Jacket was abgeliefert, genau so war das. Hier ist nirgendwo mehr eine Tanke? Nee. Nee, gut, alles klar. Let's Passt aber this. Ja. Fahren wir runter. Alles klar. Ab dafür. Turn left. Get ready to turn right. Turn ist das denn hier ein
Fahrsilo mitten in der Stadt. Naja, wenn die meinen. Kohle haben wir denn gerade? 29.000 irgendwas. Ja gut. Wie weit ist das? 278 Kilometer. Guck mal. Halbes Stündchen, das passt doch. Die letzte Tour war ja ziemlich lang. Ja, ziemlich ist gut, aber fast eine Stunde. Später dann nochmal 3-4 Stunden. Exit now. Dann hast du ja teilweise Touren von, ja, 1500 Kilometer. Das sind immer 3-4 Stunden, die du fährst. Hier im Spiel. Das muss man dann auf mehrere Tage aufteilen. So. At the roundabout, take the second exit. Second exit, okay. Also einmal rum, ja. Big turn. Exit now. I'm exiting, geht das wieder? Oh, der ist so schön, der 143er. Das ist so ein schöner LKW. Das kann jetzt nicht mehr so schön. Bukuresti. Wir wollen aber nach Szeged. Check it. Nach Sitze geht wollen wir. Sitze geht. Exit right. Ja, Sitze geht heißt das jetzt. Bevor ich es falsch ausspreche, spreche ich lieber bewusst falsch aus. Sitze geht. Hier darf ich auch wieder heizen wie ein Wahnsinniger. 100 km/h LKW. Macht er zwar nicht, aber ist doch egal. Vollgas, immer Vollgas. Grenze da vorne. Sieht wohl aus wie so eine Kontrollstation, ne? Scheint sich aber noch im Bau zu befinden. Ne, im Bau nicht, aber. So Sachen, mit denen man hier anhalten muss? So Gefahrgüter oder so? Würde mich mal interessieren. Ach, hier darf ich nur noch 70 fahren, okay. Jetzt darf ich wieder 80 fahren. War noch die Autobahn noch nicht erkannt, oder was? Sprit haben wir noch. Viel ist nicht mehr. Aber. Kotzel. Keep right and then exit right. Oh. Ah, wir sind schon in Schlöberdeck. Sitze geht. Wir sind in Sitze geht. Aber hier gibt's noch Kijerat. Go straight. So ein Chassis hätte ich gerne hier drunter. Für Schwertransport und so ein Mist.
Ein kleiner A4. Schön. So, turn right. Ist das hier ein Super Roundabout? Scheint ja bald so, wa? Hier ist zu, okay, ist ein Super Roundabout. Ob das System weiß, dass man da nicht durch kann? Stimmt nicht. Also, Zweifelsfall wird er versuchen, dich da durchzulenken, leiten. Turn right. Ist das hier eine schöne Festung oder was ist das da? Sieht irgendwie so aus, ja. Festungsmauer, Stadtmauer. Schön. Schön Park auf der anderen Seite. Schön mit Lärmschutzmauer drumherum. Was sollen diese Mauern darstellen? Alles eingezäunt hier. Ist das eine Gefängnisstadt oder was? Go straight and then turn right. Warum steht der hier? Ah! Ey, cool! Die KI kann tatsächlich eine Kreuzung frei halten. Ey, die war noch nicht rot, die war noch gelb. Oh. Wegelagerer. Banausen. Alles Verbrecher. Alles Verbrecher. Alle einsperren. Ja, 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 alles Verbrechers. Alles. So, wie komme ich jetzt an meine... Da vorne ist die Tanke, ne? Ja. Go straight and then turn left. Du gehst auch straight da vorne, my friend. Turn left. Yep, 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 yep. So, man hat mir gesagt, hier gibt's Diesel. Hier gibt's gar keinen Diesel. Ah, darf ich wieder nicht rein. Upsi! Nee, ich will tanken. Oh, ist keiner da. Sprit ist umsonst heute. Drücken und halten Sie folgende Taste, um den Kraftstofftank zu füllen. Eingabe. Gott, oh Gott, da geht ganz schön was rein. Alter, was habe ich da für einen Tank drin? €1.500 für Sprit verbraten. Na, müssen wir wohl, ne? Geht halt nicht anders. Motor muss ja laufen. Wenn der Motor nicht läuft, verdienen wir kein Geld. Turn right. Also muss da Diesel rein. Turn right. Ups. Anhänger schon wieder beim Bordstein gezogen. Naja, soll's. Get ready to turn left. Turn left. Ja, wenn der Isuzu mal Gas geben würde. Vogel. Da stehst du toll. Ich war noch nicht hinter dem rum. Schneller.
keep right. So, keep right. Ein Seat, Arosa. Get ready to turn right. Get ready to turn right. Turn right. Oops. Passt. So, ich schwung, dass wir vor dem auf die Bahn kommen. Ne, war da nicht gerade ein LKW? Achso, der ist da hinten. Ah, hier steht wieder ein Bührer. Ich sag ja. Hier sind mehr im Spiel als je von den Dingern hergestellt wurden. Keep right and then exit right. Oh, 70. Exit right. 50. Warum darf ich nicht geradeaus? Keep left. Okay, ich muss hier hinten lang. In der Mitte darf ich nicht durch. Ist hier Zoll? Okay, hier ist Zoll. Ist Kroatien nicht in der EU? Das könnte sein. Ich weiß das nicht. Ich fahre nie nach Süden. Ich fahre immer nur nach Norden in Urlaub. Alles in Ordnung. Gute Fahrt. Jawohl. Welcome to Croatia. Ist doch Kroatien, wo ich jetzt bin, oder? Bei dem war wohl nicht alles in Ordnung. Bei dem da war wohl der Diesel faulig. Mhm. Oder Benzin? Hab ich nicht gesehen. Oder 12 vorne. Könnte ja wieder Diesel oder Benzin gewesen sein. Ja, ja. So ist das manchmal. Hier, guck mal. Auf der anderen Seite ist Stau. Novi Sad, das ist Kroatien, ja. Fahren die alle so langsam. Gebt Gas, Leute. Keep right. Keep right? Right. Achso, wir sollen hier schon wieder runter. Okay. Okay, okay, okay. Nach Subotica. Ja, 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 ja. Get ready to turn right. Ich bin immer ready to turn right. Ich bin auch immer ready to turn left. Ich bin auch ready to fly away. Wenn du fahr auch. Kerl. Nimm nicht ewig Zeit. Oh, Stoppschild. Das wollen wir uns mal auch dran halten an das Stoppschild, nicht wahr? Das sagt der Trailer, das passt. Sehr schön. Ja, ich Geld verdienen tust du echt nur mit den Langstreckenaufträgen, ne? Diese Kurzstreckendinger, wo du eine Stunde unterwegs bist, das lohnt sich nicht. Subotica. In Subotica ist bestimmt 50. Genau. Ampeln haben sie in Subotica auch noch. Oh Gott, oh Gott. Oh, rote Ampeln haben sie sogar. Go straight. Da geht nicht, ist rot. Ach guck mal, den haben sie sogar als Sprinter und als Crafter drin, wa? Ist ja cool. Oh, die wird ja wohl grün sein, bis ich da bin, wa? Nein, wird sie nicht. Go straight. Doch, wird sie. Ha! So durchgeflutscht. Sehr schön. Ist neblig, wa? So, da vorne rechts. Keep right. An der Ampel oder hinter der Ampel? Hinter der Ampel. Ach, das ist eine Bushaltestelle hier vorne. Oder ein Parkplatz oder was. Right. Ja, geradeaus geht ja auch nicht, ne? Ach so, Novi Sad dürfen wir nicht, aber nach Zagreb dürfen wir. Und Wien ging es da, glaube ich, auch hin. Das ist doch, guck mal, das ist doch schön hier. Schöne Straße. Schöne kleine alte Häuserchen. Turn left.
Schöne Bäumchen. Das ist doch schick hier. Das sieht aus, wie ich mir das auf dem... Gehört das zum Balkan? Ja, das ist Balkan, ne? Das sieht aus, wie ich mir das auf dem Balkan vorstelle. So stelle ich mir das da vor. Ja. So stelle ich mir das vor. Vielleicht sieht es da völlig anders aus, aber ich stelle mir das so vor. Keep right. Vielleicht noch ein... Ja. Großer Kran. Da kannst du bestimmt Schwerlast hinbringen, das sieht so aus. Hui, ich war schon wieder Schlangenlinien. Da habe ich doch bloß Tee getrunken. Es war guter Tee. Okay, mehr wie 70 ist nicht drin, alles klar. Guck mal, schön weite Sicht hier. So, jetzt rechts abbiegen ins Feld und mal gucken, wie weit man kommt. Aber ich vermute, bis zu der Baumreihe da hinten. Weil die sieht nämlich so aus wie eine Begrenzung. Das ist nur flache, die hintere Baumreihe, das ist nur flaches, die da. Das ist nur flache, eine flache Wand. So wie das aussieht. Weit haben wir es noch? 93 Kilometer. Vorne ist schon wieder Zoll. Jetzt einmal aus... Auf welchem Land sind wir denn jetzt? Kroatien? Albanien? Ne, Albanien ist weiter unten. Dann sind wir da gerade nach Belgrad. Was ist denn? Belgrad ist doch Serbien, oder? Es war mal Jugoslawien. Was ist es denn jetzt? Skopje ist Mazedonien. Ist das... Ich weiß es nicht. Achso, dann sind wir gerade hier rein und fahren jetzt hier wieder raus. Ist überall noch, das ist ja nicht schlecht. Das ist Zoll hat was. Also in echt ist scheiße, aber so simuliert ist das doch gar nicht mal schlecht. Genau, Skopje ist Mazedonien, das müsste Griechenland sein hier. Ja, natürlich ist das Griechenland. Ja. Schade, dass hier keine Fähre rüber gibt. Das wäre noch ganz cool. Da gibt es eine Fähre rüber. Palermo. Valencia. Ja, gut. Also kommt da vorne gleich nochmal. So, alle Zollstationen. Da, wo der LKW rausgekommen ist, müssen wir rein. Ah, da ist Zoll. Bisschen kleinerer Zoll. Weit genug? So, der Prüfonkel muss ins Führerhaus. Schönen Schluck Tee. Was ist denn Douaune? Das ist bestimmt, ist das Französisch? Wahrscheinlich, ne? Republic of Serbia. Okay, wir sind jetzt. Serbien ist hier. Ich hätte jetzt gedacht, Serbien ist da hinten. Ne, Skopje ist Mazedonien. Genau, stimmt. Ja, klar. Dann ist das hier Serbien. Das ist. Kroatien. Ne, Zagreb ist nicht Kroatien. Das muss dann Kroatien sein. Oder ist Kroatien hier oben? Ne, Split ist Kroatien. Das ist Kroatien. Okay, glaube ich. Nagelt mich nicht drauf fest. Nagelt mich nicht drauf fest. Ich kenne mich auf dem Balkan nicht aus. Früher hieß das alles mal Jugoslawien, da war das einfacher. Ja. Zumindest geografisch, wenn man das
Für die Leute, die da gewohnt haben, wahrscheinlich nicht, aber. Ja. Als das noch Sowjetunion hieß, war das auch alles eins. Brauchtest du nicht merken, was wo ist. War natürlich auch doof, aber. So für einen Erdkundeunterricht einfacher. Vielleicht nicht unbedingt für die ganzen kleinen Bezirke, Staaten da drin, aber für den Erdkundeunterricht war es am einfachsten. So, wo sind wir jetzt? Ist das jetzt Serbien? Die Polizei muss auch durch den Zoll. So, was steht da? Hrvatska, Kroatien. Jetzt sind wir durch Kroatien. Hey, wir sind doch bloß über eine Brücke gefahren. War die eine Brücke jetzt Serbien oder was? Schön gemacht, gefällt mir. Gefällt mir echt gut. Kleine Straßen hier. Es wirkt ein bisschen, ja, mediterran wirkt es. Durch die Farben. Wobei, das könnte auch um. Aber die Häuser halt und so, das ist schick, das ist genauso. Ja, ich sag ja, wie ich mir das da vorstelle. Ich bin da noch nie gewesen, aber wie ich mir das da vorstellen würde. Get ready to turn. Gut, das könnte jetzt auch Brandenburg sein. Osirek. Da war ein Stoppschild, ne? Upsi! Bin ich wohl dran vorbeigefahren. Ohne anzuhalten. Kommt die Polizei, sperrt mich ein. Let's play vorbei. Für immer. Eingesperrt wegen über Stoppschild gefahren. Mhm. Aber ich habe das mal im Fernsehen gesehen, wenn man über das richtige Stoppschild fährt, dann kommt das A-Team und dann kann man das A-Team beauftragen. Also muss man generell über alle Stoppschilder fahren. Weil vielleicht wartet ja an einem das A-Team. Mhm. Und wer will nicht das A-Team engagieren? Selbst wenn man keine Probleme hat. Jeder will das A-Team engagieren. Jeder. Jeder Mensch auf diesem Planeten. Hui! Was ist denn hier, damit da keiner runterfällt? Schallschutz? Ich weiß nicht. Ah, ich darf bloß 70 fahren. Upsi! Schon wieder Höhenflüge hier. Oh, 90. Darf ich hier auch 90 fahren? Nein, 80 darf ich fahren. So, da müssen wir jetzt gleich. Go straight. Go straight. Und die nächste dann go right, alright? Vermute ich mal den Bagger hinterher da. Ja, muss ich ja auch. Turn right. Geradeaus geht's ja nicht. Hä? Verdammt. Na, Hauptsache die Fracht hat keinen Schaden genommen. Nein, die Fracht ist noch heil. Das ist das Wichtigste. Der Auflieger ist nicht so schlimm. Fracht, das gibt Abzüge. Steht da oben der Ortsname? Achso, der ist da auf der Karte. Yep, 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 yep. Right and then right. Okay, Mr. Sir. Exit right. Yep, Mockby. Mockby. The Linde Group. Ich glaube, er fährt Gabelstapler spazieren. Da vorne ist das Ziel schon. Dann sind wir gleich da, sehr schön. Wenn The Linde Group mal losfahren würde, hat die gleiche Lackierung wie ich, oder? Auf jeden Fall ähnlich. Okay, gerade rüber darf ich nicht. Golfkombi? Ich glaube ja. Nee, kein Golfkombi, aber ein Golf mit Anhänger. Ah, schade, kann man in der Aufnahme nicht sehen.
Hinter mir der Golf hat einen Anhänger. Und der Anhänger ist voll mit Flans. Also Bier. Ist komplett voll mit Bierkisten. Ich behaupte mal, wenn du so einen Anhänger. So ein Anhänger da hinten. So ein. Wenn du den volllädst mit Bier und hängst den hinter den Golf 3. Ja, vielleicht wenn es ein VR6 ist, der kriegt den vielleicht noch weg. It bleibt mir ja nothing else over, right? I must take the third exit, because there is no other exit I can go. Exit now. So. Get ready to turn left. Da muss er hin. Wo soll er hin, der Trailer? Turn left. Nicht hier? Doch, hier soll der Trailer doch hin, aber wo soll er hin? Wo soll ich ihn hinbringen? Da hinten, auf der anderen Seite, okay. Na gut, bringen wir ihn dahin. Hi. Oh, das ist wieder die blöde Ecke, richtig? Ja, ist es. Da haben wir uns doch schon mal so abgequält, da einen Trailer hinzustellen. Oh. Nee, das war noch einen weiter rüber. Das letzte Mal war meine einen weiter rüber. Oh, das geht jetzt sehr gut. Passt! Oh, hervorragend! Aufliegerin hier wurde es 90 EP, hervorragend. Jetzt haben wir an Cash gekriegt, 5000. Das ist jetzt nicht so das Wahre, aber für den Anfang. Das war dann also das ehemalige Jugoslawien. Ganz schön viele Zollstellen und auch ganz schön viele kleine Länder jetzt. Ich weiß gar nicht, ob da schon welche in der EU sind, dass sie oder im Schengen-Raum. Ich glaube nicht. Ich weiß es aber auch nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne einen Daumen da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Ich würde mich freuen. Schaut mir auch gerne auf Twitch zu. Würde mich auch freuen. Ich streame ja auch viele andere Dinge, die hier nicht auftauchen. Twitch ist unten verlinkt. Ja. Ich werde jetzt, na gut, wenn ihr das Video seht, das sollte am 31. März rauskommen, laut meinem aktuellen Plan. Heute ist der 11. Eigentlich wollte ich heute noch ein bisschen was streamen und aufnehmen, aber leider hat irgendjemand das Glasfaserkabel durchgebaggert. Das letzte Mal hat es eine Woche gedauert, bis es wieder ging, letztes Jahr irgendwann. Also wenn es länger dauert als bis zum 21., dann wisst ihr, warum am 21. kein Video gekommen ist, falls da keins gekommen ist. Weil dann habe ich nichts mehr hochladen können. Liegen habe ich noch ganz viel. Naja. Das ist dann wohl Schicksal. Macht ja auch nichts. Stirbt auch keiner von. Ich habe bloß das Wochenende frei und hätte gerne gestreamt. Das wird wohl nichts. Naja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Schaut wieder rein. Und dann. Bis zum nächsten Mal in... Wo sind wir überhaupt gerade? Ich habe gar nicht aufgepasst. In Aussie Jack. Genau.